Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Whispering Willows. Einmal mehr mit unserer kleinen, tapferen Elena, die sich nach wie vor total unerschrocken und sehr mutig auf die Suche nach ihrem Vater macht. Ja, und dafür müssen wir erneut einen Gefallen für einen anderen Geist erledigen, und zwar explizit für Darby O'Halloran. Also ich schätze mal, dass wir in den Katakomben seinen Körper finden müssen, damit er davon überzeugt ist, dass Wertham ihn tatsächlich ermorden hat lassen. Ja. Und das werden wir uns jetzt ansehen, von daher genug gesagt, ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Ach ja, übrigens, ne, ich hätte jetzt natürlich sofort zu diesem Raum laufen können, beziehungsweise ihn suchen können, aber da ihr mir nicht weiterhelfen wolltet, im letzten Part, also in Sachen Kommentare, wo sich dieser Raum befindet, dachte ich mir, nö. Dann müsste der jetzt auch mit und durch. Also mir zusehen, wie ich den Weg nicht finde. ich habe nämlich echt absolut keine Ahnung, wo dieser Raum gewesen sein möge. Für den wir ja wenigstens den Schlüssel. Ich glaube, das war hier der Anfang, oder? Ja, war er. Geht ja gut los. Nee, aber wie gesagt, ich habe euch sogar gebeten darum im letzten Part. Ihr habt mir nicht geholfen. Naja. Von daher müssen wir uns diese Gemäuer jetzt gemeinsam nochmal ansehen. Ist ja nicht so, als hätten wir die nicht schon 25, 30 Minuten gesehen, aber ich habe kein Problem, ich habe ja Zeit. Was ist das hier eigentlich? Ach, das soll ein Engel sein. Ah, okay, alles klar. Auch ein bisschen fehl am Platz, wie ich finde, aber ja, eigentlich nicht, Katakomben und so, aber naja. Wovor ich halt doch ein bisschen Angst habe, ist die Tatsache, dass hier ja irgendwo ein böser Geist war. Das heißt, der könnte irgendwo im Verborgenen immer noch rumlungern. Wird er wahrscheinlich sogar. War nicht sogar hier? Mussten wir nicht diese Tür öffnen, damit wir raus konnten? Boah, ich weiß es nicht mehr. Jeremy Mord. Ach, das war doch der, Darby O'Halloran ermordet hat. Ja, super. Ja gut, und das wird mir hier gar nichts bringen, denn wir haben ja einen Schlüssel für diesen Raum bekommen. Das heißt, wir müssen irgendwo eine Tür öffnen. Nur wo? Ja, wie gesagt, liebe Leute, ne? Hättet ihr mir mal Bescheid gesagt, dann wären wir jetzt wahrscheinlich schon in diesem Raum. Aber, nee, sehe ich gar nicht ein. So, achso, die Kisten konnte sie sowieso nichts zu sagen. Ich frage mich auch, ob diese Engel irgendwas. Moment, liegt da was? Ach, das ist nur ein Stein. Alright. Das könnte doch sein, oder? Oh oh. Ja. Mit dem blutigen Schlüssel. Ja, und hier hat es auch schon wieder Kratzer an der Wand. Ja, das wird schön. Hey, und das hat nicht ganz so lange gedauert, wie erwartet. Also ich hatte so 5, 6, 7 Minuten eingerechnet, allein um das hier zu finden. Was zum... Okay. Oh oh. Ja. Ich würde sagen, wir sind hier richtig. Aber finde ich auch gut diesen Kontrast hier, ne? Da hat es ja so Engel an der Wand, aber hier auch eben so Dämonenfratzen. Ja, Elena, ich verstehe dich. Blutiges Hemd. Das ist doch sicher von O'Halloran. Du meine Güte, dieses Hemd ist so voller Blut. Ja, deshalb stecke ich es auch in die Hosentasche. Würde ich auch machen. Hier kommt doch sicher gleich ein böser Geist irgendwie. Wobei es könnte, kann ja eigentlich gar nicht sein, weil wenn das O'Halloran ist, beziehungsweise war, also hier in dem Sarg liegt, den Geist haben wir schon getroffen, der ist ja in der Villa. Das heißt, eigentlich dürfte es hier gar keinen bösen Geist geben. Aber das hier sieht so komisch. Ist das ein Knochen? Da rechts unten. Das dürfte ein Knochen sein, oder? Okay. Ja gut, dann müssen wir jetzt nur noch zurück. Und es ist nicht so, als wüsste ich den Rückweg jetzt noch. Ja, nee, also ich gebe es ja zu, mein Orientierungssinn ist echt sowas von nicht vorhanden. Aber ich brauche halt auch keinen. Viel mehr als einkaufen und mich rumfahren lassen von anderen Leuten im Auto. Also ich fahre schon oft mit anderen Leuten, ja. Aber ich brauche selbst halt auch überhaupt keine Orientierung. Moment, nee, hier bin ich falsch.
Hier bin ich sowas von falsch. Gott, wo war hier der Ausgang? Ich weiß es doch nicht mehr, Leute. Kann dann ja eigentlich nur hier hoch gewesen sein. Ja, okay. Immerhin. So, ich schätze mal. Ich dachte ja eigentlich, wie gesagt, dass wir den Körper finden müssen von O'Halloran. Aber offenbar müssen wir ihm das Hemd zeigen als quasi Beweis. Ne? Von wegen hier, guck mal. Du wurdest tatsächlich ermordet. Moment, war das nochmal was anderes? Achso, ja, okay, nee, den hatten wir ja schon. Mehrmals, wenn ich mich recht entsinne. Okay. So, Treppe hoch. Gut. Wenigstens wird jetzt wieder gespeichert. Das heißt, ein bisschen Fortschritt haben wir jetzt auch schon wieder. So. Ja, und ich weiß, ich muss hier aus dem Garten raus. Diesmal weiß ich es noch. Bin ich auch im letzten Part auch gnadenlos vorbeigelaufen. Auf der Suche nach den Katakomben. Kam ich hier? Hier war das Gästehaus, oder? Genau. Okay. Und da drin dürfte eigentlich nichts mehr sein. Hoffe ich. Boah, nicht, dass das Let's Play irgendwie 2 Jahre später nochmal jemand guckt und dann sagt, hier, hallo! Aber ich denke, das wird mir auffallen, wenn mir am Ende dann irgendwie eine Notiz fehlen sollte oder so. Was gut sein kann. Also davon gehe ich echt aus, dass ich irgendwas übersehen habe oder übersehe. Und da auf euch ja auch kein Verlass mehr ist. Nein, Quatsch. Ihr habt mir schon sehr, sehr viel geholfen. So. Ich bin jetzt gespannt, ob wir dann sonst noch was machen müssen für ihn. Also ihn irgendwie zur Ruhe betten. Ihr wisst schon, wie ich meine. Oder ob das auch genug ist jetzt für ihn. Also zu wissen, dass er tatsächlich um die Ecke gebracht wurde. So, guck mal. Wir haben hier was. So leid es mir auch tut. Ach, okay. Mein Hemd. Ich habe es immer getragen. Seit diesem Tage. Dem Tage des Massakers. What? Aber was machst du damit? Du bist wie das kleine Mädchen im Garten, das mich immer an die Vergangenheit erinnert. Kleines Mädchen im Garten? Haben wir ein kleines Mädchen im Garten getroffen? Hm. War das ein Hinweis? Wie das kleine Mädchen im Garten. Ja, es war sicher, sonst wäre es ja auch nicht so grün unterlegt, ne? Okay. Hm. Was für ein Massaker. Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Das Grammophon habe ich schon benutzt. Ja gut, dann muss ich wohl wieder in den Garten. Hilft alles nichts. Oh, okay. Ich dachte nämlich tatsächlich, dass wir jetzt schnurstracks hoch können mit dem Aufzug, aber dem war wohl nicht so. So, was war das jetzt? Ein Tagebucheintrag, ne? Genau, das kann ja nur das hier sein. Zerfetzte Überreste. Ach, ist ja auch unterstrichen. Worte können nicht beschreiben, wie ich mich fühle. Ich fühle mich so hoffnungslos. Alles, was ich über die Vergangenheit erfahren habe, lässt sie so furchtbar wirken. Und von da kommen wir doch alle. Wenn das unsere Vergangenheit ist, wie können wir dann hoffen, etwas besser zu machen? Wir haben uns über Generationen hinweg gegenseitig umgebracht. Und jetzt scheint es so, als würde sich nichts bessern. Aber es muss etwas Besseres als all dies geben. Das muss es einfach. Ich werde es finden. Und wenn es nicht existiert, werde ich es erschaffen. Das klingt doch mal nach einem guten Plan. Ja, doch, auf jeden Fall. Klingt zwar schon sehr, sehr depressiv, das muss man auch mal so sagen, aber zumindest der letzte Satz war wieder sehr optimistisch und hoffnungsvoll. Ja, nee, gefällt mir, schön. Moment, so, ja gut, dann, das heißt ja, ich muss dann wieder in den Garten zurück, denke ich mal. Kleines Mädchen. Ich kann mich nicht an ein kleines Mädchen erinnern, ehrlich gesagt. Hier müsste ich ja auch irgendwo in den Garten kommen. Weil hier waren ja, das waren ja beides Erwachsene, oder? Ja, schon. Würde ich jetzt mal so behaupten. Mit denen hatte ich ja schon gesprochen. Notfalls kann ich mit denen ja immer noch sprechen. Wenn es sein müsste. Oder war hier... Ach so, nee. Quatsch.
Ja, Orientierung und so. Ich dachte, hier wäre die Sternwarte. War da nicht ein Geist in der Stern... Nee, war nicht. Oh, ich bin völlig verwirrt. Wie gesagt, das passiert eben, aber ich gucke trotzdem kurz rein. Das passiert eben, wenn man ein Spiel nicht am Stück spielt, sondern immer wieder so alle paar Tage nur. Aber ich glaube nicht, dass hier ein Geist war. Beziehungsweise... Ja, es war schon einer. Nee, Quatsch. Och ja, seht ihr Leute? Ach nee, hier war doch dieser komische, das war doch auch so ein Wissenschaftler oder so, oder? Genau. Ja, genau. Ach nee, nicht Wissenschaftler, aber so ein Businessman. Das hatten wir ja schon. Le River. Oder Les Rivers. Ja, genau. Das hatten wir ja schon. Kleines Mädchen. Ja gut, dann wird's wohl tatsächlich auch direkt im Garten sein. Warum sollte das Spiel mich anlügen? Wobei, es wäre nicht das erste Spiel. Ehrlich gesagt. Kleines Mädchen. Also, Skyflower war doch auch kein... Hier ist doch Skyflower, ne? Oder ist das ein... Ist das ein Mädchen? Ach, hier ist nicht Skyflower. Wer warst du nochmal? Ach, du warst der, der seinen Angebeteten, ja, das Gewächshaus zeigen wollte. Ja. Aber da kommen wir auch immer noch nicht rein, weil wir nichts haben. Vielleicht kriegen wir sogar von O'Halloran nicht die Aufzugsfahrt, sondern kriegen etwas für das Gewächshaus. Ach, ich bin sehr gespannt. Wie schnell man eben auf so Zeugs vergisst, ey, ehrlich wahr. So, okay, dann gehen wir jetzt wirklich in den Garten, wenn das Spiel schon vorschlägt, also beziehungsweise den Garten erwähnt. Aber ich dachte, hier müsste Skyflower sein, oder? Oder war das Skyflower? Skyflower, eigentlich. Ach, das ist doch ein Mädchen. Das ist doch ein Mädchen. Ich dachte, das wäre eine erwachsene Frau gewesen. Ja, Moment, dann versuchen wir mal unser Glück. Oh, du hast den weißen Mann kennengelernt. Ich brauche 3 weitere Blumen, um meinen Strauß fertigzustellen. Was? Wieso? Was? Oh no. Okay, also sie sprach mit Sicherheit von O'Halloran. Moment, sag mir nicht, O'Halloran hat sie umgebracht. Boah, das wäre ja total die Kettenreaktion hier mit Wurfham, O'Halloran, Jeremiah Mord. Ich meine, der hat schon den richtigen Nachnamen, so vom Ausgesprochenen her. Aber... Wow. Ja, wozu braucht sie jetzt? Ich meine, ja, ich weiß, wozu sie die 3 Blumen braucht, aber was bringt uns das? Gibt sie uns dann irgendeinen Hinweis darauf, was passiert ist? Um das Labyrinth zu betreten. Ja, ich freue mich, aber sowas von. Hallo, Orientierung. Hier komme ich. Ach, du Schande. Ja, schön. Eigentlich wäre es jetzt wahrscheinlich besser, ich würde mir einen Weg zeichnen. Aber ich habe hier weder Stift noch Papier, ehrlich gesagt. Okay. Schon mal gut, dass es hier nur in eine Richtung weggeht. Oh, neuer Tagebucheintrag. Schon wieder. Wir gucken mal. Aufmunternde Sträuße. In all der Trostlosigkeit an diesem Ort habe ich ein kleines Mädchen getroffen. Und sie ist sogar glücklich. Sie ist so süß. Ich mag sie sehr. Vielleicht sogar mehr als Flying Hawk. Es macht mich aber auch traurig. Ich glaube nicht, dass sie weiß, dass sie tot ist. Ah, okay. Ihr Name ist Skyflower. Und sie hat mir erzählt, dass sie Blumen für die weißen Männer sammelt. Ach, das hatten wir ja gelesen von Flying Hawk, ne? Hier von wegen, empfangt die weißen Männer mit offenen Armen. Mhm. Ich vermisse es, mit Mom und Dad herzukommen. Als kleines Mädchen habe ich früher immer Blumen gepflückt, genau wie Skyflower. Ich könnte ihr helfen, ein paar Blumen zu pflücken. Vielleicht heitert mich das ein wenig auf. Ich wüsste ein paar andere Dinger, die vielleicht mehr aufmuntern würden. Keine Ahnung, Eis, Schokolade. Aber gut, Blumen. Da liegt doch auch schon wieder was, oder? Nee, was war das? Sieht immer so komisch aus.
Das ist aber gut gemacht. Das gefällt mir. Guck mal, man sieht halt gar nichts im Grunde, ne? Und erst wenn man nah rangeht. Tschupp. Ja gut, aber bislang. Da komme ich doch nicht rüber, oder? Gut, aber macht ja nichts. Wir können ja als Geist. Hätte ich jetzt beinahe vergessen. So, eine neue Notiz. Oh, Halloran. Ah, 2 von 6. Und 3 von 6 haben wir ja auch schon. Sehr schön. Das heißt, es schließt sich langsam der Kreis. Ah. Ah, das ist ja cool. Das ist cool. Das gefällt mir. Ah, okay. Das kam etwas unerwartet. So, kann ich doch jetzt hier rüber, ne? Super. Sehr schön. Ah, was hat's hier? Denkmal. Come on. Was ist das für ein Ding? Eine Glocke? Ein Zylinderhut vielleicht? Ich weiß nicht. Ja, jetzt wo du es sagst. Ich schätze mal, es ist einfach nur so eine. Das sieht eher aus wie ein Kelch. Irgendwie so ein überdimensionaler. Hm. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, genau, noch tiefer rein ins Labyrinth. Just why the hell not? Moment, bevor ich wieder irgendwas übersehe hier. Und wieder Schelte krieg. Oder gar keine Antwort. Das hört ihr jetzt ein Leben lang. Nein, Quatsch. Ich glaube, hier war sonst nichts mehr. Geist hatten wir ja auch keinen gesehen. Außerdem, hier hat es ja keine Türen in dem Sinne. Aber einfach nur, um sicher zu gehen. Nee, okay. Ich habe das jetzt auch nur gemacht, weil ich hier nicht durch will. Aber ich würde sagen, ich gucke jetzt hier nochmal kurz rein und dann mache ich aber auch mal einen Cut. Ist ja schon wieder lange genug. Ja, was den Katakomben so ein bisschen zuzuschreiben ist, beziehungsweise meiner Unfähigkeit, den Raum zu finden. Okay. Ich meine, noch hält sich das mit, weil hier ist sicher wieder eine Wand. Okay, das hält sich ja noch in Grenzen. So halbwegs. Aber Blumen hat sie halt auch. Oh Gott, ja, okay. So viel dazu. Und hier geht's tatsächlich weiter. Okay. Hier komme ich sicher nicht. Ach doch, ich kann ja. Ach stimmt, ich kann ja kriechen. Was hat's denn hier? Hallo? Blumen? Blumen? Oh, Geist. Aber offenbar ein freundlicher. Werde ich auch. Ah, da ist eine Blume, da ist eine Blume, da ist eine Blume. Fuchsia-Blume. Aber meinte sie nicht, sie braucht weiße? Was für eine schöne Blume. Ja, geht so. Ah, hier kann ich nicht mehr weiter. Ja, ja, und ich werde jetzt noch kurz mit dem Geist sprechen, beziehungsweise mal gucken, wer das ist. Und dann mache ich einen Cut. So. Dann wollen wir mal. Wer bist du? Okay. Was könnte mit dir passiert sein? Du siehst etwas merkwürdiger aus, also generell. Na gut, wir sprechen mal mit dir. Keine Ahnung was. Oh, aber deine Hand sieht auch extrem verdreht aus und auch deine Beine. Ah, okay. Hubert Mann. Ich würde gerne sehen, wie sie einen Schluck von meinem Kellergeisterwein trinkt. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, aber wer? Das hast du nicht gesagt. Ah, eine gute Sache daran, tot zu sein, ist, dass man immer gute Laune hat. Aha, ich werde es mir merken. Aber hoffentlich nicht zu früh selbst bestätigen oder widerlegen können. Wenn Geister traurig sind, machen sie Buhuhu. Okay, ich glaube, das soll so der Sprücheklopfer und Witzerzähler in dem Spiel sein. Ich weiß es nicht. Aber ja, eigentlich auch eine nette Idee. Muss man auch mal sagen. Okay, wir haben eine Blume. Ich bin mir zwar immer noch nicht sicher, ob das die richtige ist. Ich dachte, ich hätte gelesen, weiße Blume. So, um abzuspeichern, werde ich jetzt hier noch durchgehen. Außer es begrüßt mich gleich ein böser Geist. Dann werde ich wohl weiterspielen müssen. Und dann... Na, was passiert? Nix. Wunderbar. Sehr schön. Da ist eine Büste. Ist das Wurfheim? Man weiß es nicht. Aber wir werden es rausfinden, liebe Leute. Und zwar beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in dem Part. Ja, und das nächste Mal dann weiterhin verloren im Gartenlabyrinth. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und ich wünsche euch bis dahin natürlich wie immer einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen und ciao, ciao.